Großbritannien und Australien haben sich auf ein Freihandelsabkommen verständigt. Das sagte der australische Handelsminister Dan Tehan am Dienstag. Für Großbritannien wird es der erste Handelspakt seit dem EU-Austritt sein. Die letzten Stolpersteine wurden in den vergangenen Tagen von den beiden Premierministern Scott Morrison und Boris Johnson aus dem Weg geräumt. Sie hatten am Wochenende nach dem Treffen der 7 führenden Industrienationen miteinander verhandelt. Morrison war dort zu Gast. Sein Land gehört nicht zu den G7. Großbritannien ist für Australien der 8. wichtigste Handelspartner. Bevor das Königreich 1973 Teil der EU und damit des Binnenmarktes wurde, war es für Australien sogar der wichtigste. Details über den Deal wurden noch nicht bekannt. Experten gehen davon aus, dass er für Großbritannien wichtiger sein wird. Australien ist im Handel stark auf Asien ausgerichtet.